Hey Leute, ich möchte heute mit euch darüber reden. Migrationszahlen 2017-2018 zeigen, Deutschland ist ein Einwanderungsland für Ausländer und ein Auswanderungsland für Deutsche. Für viele Menschen galt das Thema Bevölkerungsaustausch als irgendeine rechte Verschwörungstheorie. Und ich möchte mit euch heute über ein paar Zahlen und Fakten reden, die uns helfen einzuschätzen, ob das Realität ist. Wir hatten 2016 und 2017 weit über 1 Million Zuwanderer, aber wir hatten auch über 1 Million Auswanderer. Betrachten wir zuallererst mal innereuropäische Zuwanderung. Ein nicht uninteressanter Teil dessen ist nämlich auf Studenten zurückzuführen. Viele Medien berichten regelmäßig, dass der Anteil der Ausländer an deutschen Universitäten weiter ansteigt. Wir reden also von Leuten, die nach Deutschland kommen aus dem europäischen Ausland, die dann hier auf Kosten der Steuerzahler studieren und die dann aber häufig wieder das Land verlassen, also entweder in ihre Heimat zurückkehren oder in ein komplett anderes neues Land umziehen. Also wir bezahlen im Prinzip die Ausbildung dieser Menschen, aber wir haben dann keinen Vorteil davon, also wir haben dann nicht irgendwie mehr ausgebildete Leute, sondern wir finanzieren die Ausbildung, aber die Leute arbeiten dann häufig im Ausland. Und selbst hochausgebildete Deutsche, die hier ihr Leben lang auf Kosten der Steuerzahler gelebt haben, also Schulbildung und dann Universitätsbildung, auch von denen verlassen immer mehr nach dem Studium das Land und somit ist es auch ein Verlustgeschäft. Wir bilden die zwar aus, aber wir haben dann im Prinzip als Gesellschaft nichts mehr von diesen Menschen, weil die dann irgendwo ins Ausland gehen, um dort zu arbeiten. Und dann steht ein Teufelskreis, nämlich auf der einen Seite hast du ganz viele Leute, die auf Kosten der deutschen Steuerzahler leben und studieren wollen, also natürlich durch die Migration, über die wir gleich noch reden, hast du natürlich Leute, die herkommen, die versorgt werden müssen und das natürlich durch den deutschen Steuerzahler. Aber bleiben wir erstmal bei dem Thema der Universitäten. Du hast im Prinzip ganz Europa, die in deutschen Universitäten studieren wollen, weil hier ist es praktisch kostenlos. Und das heißt, Leute kommen nach Deutschland, wir haben ja auch natürlich gute Universitäten, also es lohnt sich auch, du bist in einem wohlhabenden Land. Du kommst also her, studierst hier und das verursacht natürlich jede Menge Kosten, die der Steuerzahler decken muss. So, diese hohen Steuern treiben aber immer mehr Leute zum Auswandern. Ganz besonders die Leute, ganz besonders die Fachkräfte, die natürlich den Großteil der Steuerlast stemmen müssen. Weil die natürlich viel verdienen, müssen viel Steuern bezahlen, die müssen das Ganze bezahlen im Prinzip. Die bekommen die Kosten am meisten zu spüren. Das heißt, gerade die Leute werden zum Auswandern gedrängt praktisch durch diese hohen Steuern. Das Resultat ist dann, dass du weniger Fachkräfte hast. Und diese müssen dann noch mehr Steuerlast bezahlen, weil wir noch weniger Leute haben, noch weniger Schultern sozusagen, auf denen sich die ganzen Kosten verbreiten oder von denen die ganzen Kosten bezahlt werden müssen. Das heißt, siehst du den Teufelskreis? Du treibst auf der einen Seite Leute zum Auswandern. Das sorgt dafür, dass mehr Kosten durch weniger Leute gestemmt werden müssen. Das wiederum vergrößert den Anreiz, selber auszuwandern. Das wiederum führt dazu, dass die Kosten von noch weniger Menschen gestemmt werden müssen und so weiter und so fort. Gerade wenn man zum Beispiel ein hochausgebildeter Informatiker ist und man will ein eigenes Unternehmen gründen, man will ein Startup gründen, man hat ein paar Ideen, die man umsetzen will, ja, dann macht man das lieber im Ausland als in Europa. Also dann gehen die meisten Leute nach Asien, speziell zum Beispiel Japan oder Hongkong oder Singapur oder Südkorea. Oder man geht in die Schweiz zumindest, wenn man in Europa bleiben will. Oder man geht nach Australien oder man geht in die USA, wo man sein Unternehmen gründen kann, weil die Europäische Union hier in Europa das Internet zunehmend zerstört. Siehe DSGVO oder siehe Artikel 13 oder siehe Uploadfilter. Die ganzen Sachen, die Europäische Union macht und die das ganze Internet-Business, sage ich mal, immer mehr belasten und damit natürlich auch immer weniger Anreize schaffen, hier zu sein, sondern dann gehst du lieber ins Ausland, wo du deine Ziele unbürokratischer umsetzen kannst. Gerade Hongkong, Singapur, Neuseeland, die Schweiz, Australien und Irland ziehen viele Unternehmen und Fachkräfte an, weil das die 6 wirtschaftlich freisten Länder der Welt sind. Das heißt, niedrige Steuerlast, wenig Regulierung und Bürokratie, wenig staatliche Manipulationen, solides Rechtssystem, wenig Korruption, wenig Handelsbarrieren im internationalen Handel etc. Und gerade Deutschland zerstört sich gerade selbst als Wirtschaftsstandort. Und viele unserer schlauesten Leute, viele unserer schlauesten Mitmenschen verlassen deshalb das Land, weil die haben einfach keine Lust auf diese ganze Überbürokratisierung, diese ganze Überregulierung und auch diese Übersteuerung. Die wollen die Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen und anzubieten, ihre Produkte und Dienstleistungen, die sie auf dem Markt anbieten wollen. Und die wollen das möglichst unbürokratisch machen. Und die wollen auch, wenn es erfolgreich ist, das Geld behalten, was sie verdienen oder zumindest einen Großteil davon und die wollen nicht die überragende Menge daran oder davon an den Staat abgeben müssen, weil die Steuern halt und die ganzen Abgaben so gigantisch sind.
Und natürlich geht es hier nicht nur um Studenten, sondern es geht hier ganz allgemein um Menschen, die hierher kommen und dann hier auf Kosten der Steuerzahler leben, wie es bei praktisch allen Migranten der letzten Jahre bei den ganzen Migrationswellen der Fall war. Weil viele haben keine Arbeitserlaubnis bekommen, das heißt, die durften gar nicht arbeiten, oder viele haben einfach schlicht keinen Job gefunden, weil die keine Deutschkenntnisse haben oder weil die keine wertvollen Fähigkeiten haben, keine Ausbildung, die hier irgendeine Anerkennung finden und so weiter und so fort. Das heißt, diese Menschen müssen natürlich aber irgendwie versorgt werden. Das findet typischerweise über die Steuerzahler statt. Und da sind wir wieder bei dem Teufelskreis von eben. Du hast eine hohe Steuerlast, was viele Menschen zum Auswandern treibt, was wiederum die Steuerlast pro Individuum weiter erhöht, was wiederum mehr Menschen zum Auswandern bringt und so weiter und so fort. Darüber hat auch die Welt berichtet. Immer mehr Deutsche verlassen das Land. Gerade während dem Höhepunkt der Migrationskrise sind die Auswanderungszahlen deutlich gestiegen. Mehr Abwandernde als zuziehende Deutsche. Im längerfristigen Vergleich wird seit 2005 ein negatives Wanderungssaldo verzeichnet. Seitdem wandern also mehr Bundesbürger ab, als ins Land ziehen. Auf dem Weg zur Migrationsgesellschaft. Durch die im internationalen Vergleich starke Zuwanderung. Deutschland nahm seit den 60er Jahren mehr Zuwanderer auf als das klassische Einwanderungsland USA. Entwickelt sich das Land schnell zur Migrationsgesellschaft. Deutschland ist ein Einwanderungsland für Ausländer und ein Auswanderungsland für Deutsche. Und das nennt man heutzutage scheinbar Migrationsgesellschaft. Und wir müssen uns einfach vor Augen halten, was wir gerade machen. Wir tauschen buchstäblich gut ausgebildete Deutsche, die die Sprache können, die die Kultur kennen, die wertvolle Fähigkeiten haben und so weiter und so fort, gegen Migranten, die die Sprache nicht kennen, die eine völlig andere Kultur haben und die, entgegen dem, was man uns immer zu syrischen Ärzten sagt, oft keinerlei wertvollen Fähigkeiten haben. Über 80% der deutschen Auswanderer sind unter 50 Jahre alt. Auffällig ist die hohe Zahl der Ärzte. Während nur 9000 Studienanfänger pro Jahr in Medizin ihre Ausbildung aufnehmen, wandern 2000 fertig ausgebildete Ärzte im Jahr ab. Das ist eine erschreckende Zahl und mich wundert, dass die Politik diese Entwicklung mit keinem Wort aufgreift, denn das sollte jeder noch so ideologisch eingestellte Migrationsenthusiast verstehen, dass dieser Aderlass nicht zu verkraften ist. Und das ist genau der Punkt. Unsere kostenlosen Universitäten eignen sich perfekt, um hier auf Kosten der deutschen Steuerzahler zu studieren, aber dann nach dem Studium vor genau diesen hohen Steuern ins Ausland zu fliehen, die ja unter anderem durch eben jene Universitäten zum Beispiel unter anderem verursacht werden. Und dann willst du halt natürlich irgendwo ins Ausland gehen, wo du mehr von deinem Geld behalten kannst, wo du nicht so stark über das Steuersystem geplündert wirst und wo sich Arbeiten einfach noch lohnt. Die Zahl der deutschen Auswanderer betrug 249.000, was ein Saldo von minus 83.000 Personen ergibt. Zum Vergleich, 2015, also unmittelbar vor der Flüchtlingskrise, war der Saldo noch minus 22.000. Vor 20 Jahren waren Salden von minus 2.000 oder minus 5.000 üblich. Hier ist ein dramatischer Verlust Einheimischer zu beklagen, den ich als stille Flucht bezeichnen möchte. Die Deutschen ziehen es vor allem in die Schweiz, die USA, nach Österreich oder Großbritannien. Wichtig ist zu bedenken, dass diese Länder keine Sozialfälle aus Deutschland aufnehmen, sodass wir hier Arbeitnehmer und wohlhabende Privatiers verlieren, die dem Land den Rücken kehren, also Mitglieder der verschwindend kleinen Menge der Nettozahler in Deutschland. Also gerade die produktiven Menschen, die Netto-Steuerzahler, die hier mehr einbezahlen, als sie als Leistung herausbekommen, gerade die Leute, die hier alles am Laufen halten, die die ganze parasitäre Bürokratie mitbezahlen, die den ganzen Wohlfahrtsstaat bezahlen, die die ganze Steuerverschwendung bezahlen, die all das finanzieren, diese Menschen verlassen zunehmend das Land. EU-weit wurden 2017 712.000 Asylanträge gestellt. Bei 28 Ländern ist es erstmal kein Problem. Allerdings ist bekannt, dass die Migranten weiterziehen in bevorzugte Zielländer, wobei Deutschland hier die klare Nummer 1 ist. Da nach wie vor kaum Migranten aus anderen Ländern abgewiesen werden, wundert mich, wieso nur etwa ein Viertel davon nach Deutschland kommt. Klar ist es so, dass in Griechenland und Italien nicht jeder direkt weiterreisen kann. Aber aus Spanien wurde vielfach berichtet, dass die Migranten meist direkt nach der Ankunft mit Bussen weiter nach Norden fahren und das heißt meist Deutschland. Für französisch sprechende Nordafrikaner natürlich auch Frankreich. Weltweit seien es 1.900.000 Asylanträge, die 2017 gestellt wurden. Gut 10% davon wurden in Deutschland gestellt, wobei wir hier nicht einmal 1% der Weltbevölkerung beherbergen und in unseren Nachbarländern kein Krieg herrscht. Flucht ist einfach zu irgendeiner Wünsch-dir-was-Veranstaltung geworden. Früher war es so,
Wenn du wirklich auf der Flucht bist, dann musst du im ersten sicheren Land bleiben, was du betrittst, weil damit endet ja deine Flucht, weil du bist ja in einem sicheren Land. Also definitionsgemäß, du betrittst ein sicheres Land, ergo bist du nicht mehr auf der Flucht. So, heutzutage ist es mittlerweile so, dass wenn du auf der Flucht bist, gehst du einfach durch unzählige sichere Länder und gehst einfach in das Land, was dir am meisten Sozialleistung verspricht, auch obwohl du gar nicht mehr auf der Flucht bist, weil du bist ja schon in sicheren Ländern gewesen. Also das, was in den letzten Jahren passiert ist, hat überhaupt nicht das Geringste mit Flucht zu tun. Das heißt, wenn du wirklich vom Krieg geflohen bist und wenn du wirklich aus Syrien gekommen bist, so, dann hättest du in all den sicheren Ländern auf der Balkanroute bleiben können. Also Bulgarien, Serbien, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Kroatien, Slowenien und so weiter. Und so fort. Und wer sagt überhaupt, dass man nach Westeuropa flüchten muss? Man könnte genauso gut in Richtung Russland gehen, also zum Beispiel nach Moldawien, Ukraine, Weißrussland, Litauen, Lettland, Estland oder südlich von Russland nach Armenien, Aserbaidschan, Georgien und so weiter und so fort. Aber alle diese Länder, von denen mit Sicherheit zumindest ein paar als sichere Länder gelten und die alle näher an Syrien sind als Deutschland, wurden abgelehnt. Also das beweist, dass man nicht auf der Flucht war, weil man ja sichere Länder abgelehnt hat. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, nicht vorne und nicht hinten. Und damit ist dieses ganze Fluchtargument, was ja möglicherweise das wichtigste Argument von Migrationsbefürwortern ist, dieses Argument fällt einfach völlig ins Wasser. Das wäre wie wenn du irgendwie von jemandem verfolgt wirst, der dich verprügeln will, und du rennst so die Straße lang und auf einmal kommt dein Nachbar und sagt, hier komm zu mir, ich rette dich und so weiter, und du sagst, nee, lass mal, und du rennst dann ein bisschen weiter und der nächste Nachbar macht ja auch die Tür auf und will dich auch retten und du lehnst es auch ab, rennst nochmal weiter und so weiter und rennst an 10 Leuten vorbei, die dir die Tür aufmachen und die dich retten wollen und irgendwann kommt er gar nicht mehr hinterher, niemand verfolgt dich mehr und du gehst einfach nur noch dahin, wo du hingehen willst. Also das ist im Prinzip Flucht heutzutage. Du bist nicht mehr auf der Flucht vor irgendwas. Du hattest 10 Möglichkeiten, in einem sicheren Land zu bleiben, hast alle abgelehnt. Also erzähl mir doch nichts von Flucht. Der Migrationsbericht von 2017 gibt auf 364 Seiten eine genaue Analyse des Migrationsgeschehens nach Deutschland. Wir schauen uns dabei zunächst die Gesamtzahlen an. In 2017 wurden 1,55 Millionen Zuzüge und 1,13 Millionen Vorzüge verzeichnet, was ein Überschuss von 416.000 Personen entspricht. Allerdings ergibt eine Trennung nach Deutschen und Ausländern bei der Migration ein sehr unterschiedliches Bild. Es kamen 1,18 Millionen Ausländer und gingen 0,89 Millionen plus 499.000 Ausländer, während 249.000 Deutsche das Land verlassen haben und 166.000 Deutsche aus dem Ausland zurückkehrten, minus 83.000 Deutsche. Also mit anderen Worten, natürlich kommen hin und wieder mal Deutsche, die ausgewandert sind, aus dem Ausland nach Deutschland zurück, genauso wie manchmal Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, wieder ins Ausland zurückgehen, aber tendenziell kommen mehr Ausländer und es gehen mehr Deutsche. Ein weiteres Problem entsteht, wenn man sich die Geschlechter der Zuwanderer anschaut. Statistisch auffällig ist die Tatsache, dass 62% der Zuwanderer männlich sind und jung. Daraus ergeben sich diverse soziale Probleme wie Gewaltkriminalität, sexuelle Übergriffe und Frustration der jungen Männer, die ohne Partnerin leben müssen. Ich will damit die Kriminalität nicht rechtfertigen, sondern darauf hinweisen, dass eine Steuerung der Migration auch nach Geschlecht notwendig erscheint, um die oben genannten Probleme besser in den Griff zu bekommen. Oft wird hier auch mit der Niederlassungsfreiheit der Europäischen Union argumentiert. Die Freizügigkeit soll vor allem dazu dienen, dass die EU mehr zusammenwächst, der Arbeitsmarkt innerhalb der EU flexibler wird und Wachstumsbranchen ihren Fachkräftemangel durch den riesigen EU-Binnenmarkt beheben können. Wie man der Tagespresse entnehmen kann, nutzen gerade aus Rumänien und Bulgarien viele Armutsmigranten und nicht sesshafte Bürger die Niederlassungsfreiheit. Da sie meist keine Arbeit finden und oft keine Sozialleistungen erhalten, leben viele davon im Untergrund oder werden obdachlos. In der lokalen Presse spricht man von einer wachsenden Obdachlosen- und Trinkerszene, was schon nicht gut klingt und der Eindruck der Verwahrlosung ist allgegenwärtig. Wir importieren uns also eine ständige Unterklasse und verscheuchen gleichzeitig die produktivsten Menschen, die hier alles bezahlen. So zerstört man eine Gesellschaft. Allen Migrantengruppen ist gemein, dass sie zum weit überwiegenden Teil auf staatliche Hilfen angewiesen sind und nur ein verschwindend geringer Teil als Nettozahler bezeichnet werden kann. Deutschland muss sich nicht nur um die 250.000 Asylbewerber bzw. Familiennachzügler kümmern, sondern auch um eine ähnliche Größenordnung von weiteren Migranten. Für den Überschuss von knapp 500.000 Personen ist Wohnraum zu stellen, was die Lage auf dem Wohnungsmarkt schnell und massiv verschärft.
Zusätzlich führt die triste Lage der Migranten vermehrt zu Gewalt und Verteilungskämpfen, wie ein Blick in die täglichen Meldungen der Lokalpresse zeigt. Die Lösung für das ganze Problem wäre sehr einfach, wenn es denn politisch gewollt wäre. Erstens, wir brauchen Migrationskontrollen. Es muss ganz, ganz, ganz besonders verhindert werden, dass Menschen in die Sozialsysteme einwandern können und damit die Steuern- und Abgabenlast hier weiter erhöhen. Zweitens, man muss die Steuern- und Abgaben durch die Bank weg drastisch senken, sowie natürlich auch die Ausgaben des Staates, um die Menschen in diesem Land zu entlasten, um besonders die Arbeiter als auch die produktiven Menschen, als auch die Unternehmer, als auch die Fachkräfte, alle Menschen müssen in Deutschland durch die Bank weg entlastet werden. Drittens, man muss massiv Bürokratie und Überregulierung abbauen, um Deutschland bzw. Europa ganz allgemein zu einem attraktiveren Ort für Unternehmen, für Fachkräfte, für Startups, für produktive Leute mit Ideen, mit Innovationen und so weiter zu machen. Also gerade die Menschen, die Macher sind, die Ideen umsetzen, die Arbeitsplätze schaffen, diese Menschen müssen die Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen. Und es kann einfach nicht sein, dass alle hochausgebildeten Leute, all die Macher, all die Leute mit Ideen aus Europa vertrieben werden, um in die USA zu gehen oder nach Asien, um dort ihre Ideen umzusetzen, Unternehmen gründen zu können. Wir brauchen keine Fördergelder für Unternehmen oder Subventionen oder nichts von diesem ganzen Müll, sondern der Staat muss einfach nur aus dem Weg gehen und die Menschen nicht durch Überregulierung und Hyperbürokratisierung und extrem hohe Steuern so sehr belasten. Wir brauchen mehr Freiheit und mehr Marktwirtschaft. Sowohl bei uns, damit unser Land nicht gegen die Wand gefahren wird, als auch bei den Leuten im Ausland. Die brauchen genauso Marktwirtschaft, damit die Wohlstand aufbauen können, um nicht den Anreiz zu haben, nach Deutschland kommen zu müssen. Oder mit anderen Worten, wir müssen aufhören, auf der einen Seite Leistungsträger durch Überregulierung und durch extrem hohe Steuern zu vertreiben und auf der anderen Seite Millionen Menschen ins Land zu holen und hier durchzufüttern, was mit absoluter Sicherheit unsere Gesellschaft, Deutschland sowie Europa ganz allgemein zerstören wird. So, jetzt brauche ich eure Hilfe. Helft mir, das Video zu verbreiten. Helft mir, mehr Menschen zu erreichen, um das Problem lösen zu können. Und wenn ihr ganz allgemein mithelfen wollt, Daten und Fakten zu einer Gesellschaft zu bringen, die süchtig nach Lügen und Täuschung ist, dann checkt mal www.charleskröger.de/spenden aus. Zusammen können wir Europa zu einem besseren Ort machen. Danke, macht's gut. Peace.